Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ja, wir sind mitten im Baufieber. Die Wand ist okay von außen, ja. Von innen werden wir sie noch verkleiden. Müsst euch keine Sorgen machen. Das finde ich auch ganz cool, so mit den Art Fenster. Das finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Das sieht besser aus als gedacht. Mit diesen Stützbalken. Hier kommen dann noch ein paar Verzierungen dran, ein paar Trophäen. Die Büsche weg hier, was soll das? So, aber ich wollte jetzt nochmal hier gucken wegen den... Das gefällt mir noch nicht. Wir können entweder einen Balken vormachen. Ja, ich denke, ein Balken ist am coolsten. Hätte sonst auch eine kleine Wand nehmen können, aber... Snap rein, du so! Ja, ich muss halt den Punkt treffen, das ist fast unmöglich aus diesem Winkel hier. Ja, ich kann ihn. Ja, I like it. Fällt mir sehr gut. Man könnte noch überlegen, hier vielleicht auch noch Balken reinziehen. Natürlich ein bisschen Schitte mit dem Fenster. Aber was man überlegen könnte. Das Ding ist halt hier, wenn ich ihn hier hinsetze, verschwindet er. Hier verschwindet er nicht. Okay, das können wir aber auf jeden Fall machen. So ein kleinen. Okay, dann wäre es natürlich jetzt noch cooler. Oh, ich glaube nicht, dass das was wird. Oh, doch. Okay, dann ist es ja jetzt auf einer Linie. Das ist natürlich nochmal einen Tacken geiler. Ja, perfekt, ey. Ja, und das ist das Schöne an dem Spiel, ne? Also für mich, also ich kann mich mit diesen Sachen hier stundenlang beschäftigen. Für den einen oder anderen sind das Kleinigkeiten oder interessieren gar nicht in dem Spiel. Da geht es vielleicht nur um vor dem Boss um oder was. Aber für mich ist sowas, ja, kann ich drin aufgehen. Ey. Wir können das auch noch hochziehen hier bis zu den Dingern. Was dann nochmal geiler ausschaut, weil wir haben den kleinen hier, wenn der genau passt. Ja, perfekt, ey. Guckt euch das an. Wäre natürlich schön, wenn man das noch ein bisschen absetzen könnte. Gebe ich euch recht. Na, okay, das ist nicht so geil. Da hängen wir lieber was hin. Wäre halt schön, wenn man das jetzt zum Beispiel in einer anderen Farbe machen könnte oder so. Aber so haben wir doch hier eine schöne Flucht drinne. Hier vorne. Ja, wir könnten jetzt hier noch so ziehen.
Aber das ist dann alles too much. Also man könnte sogar ein Fachwerk einziehen, wenn man das möchte, ne? Aber wir haben ja auch die Dinger hier, also man könnte hier ein richtiges Fachwerk reinziehen. Man könnte natürlich das jetzt auch noch so machen. Aber ich lasse es so, mir gefällt das so ganz gut eigentlich. Okay, das war die Seite. Wird das Spiel mir jetzt eigentlich erst erzählen, dass es dunkel wird schon wieder, oder was? War es nicht gerade erst dunkel? So, ihr seht. Das sei, was ich sagte, da müssen wir halt aber überall. Aber manchen ist es halt echt knapp. Der ist schon im Boden, der auch. Hier noch nicht, aber ob ich da dran komme in der Werkbank. Weiß halt noch nicht, ich muss das noch mal nachschlagen wegen der Werkbank. Aber eigentlich ist die Werkbank ja nur dafür da, dass ich bauen kann in dem Bereich. Also kann ich, wenn ich es fertig gebaut habe, eigentlich abreißen. Na gut, da komme ich jetzt nicht hingebackt. So. Ja, die Feuerstelle ist jetzt schon ein bisschen mickrig, fast. Für diesen riesen Apparillo. Aber der wird natürlich jetzt gleich ein bisschen kleiner, Leute. Weil wir werden hier auf jeden Fall, können wir ja mal mit anfangen. Natürlich hier ein bisschen schade mit den Fenstern. Wir werden hier auf jeden Fall Wände einziehen. Mal die ganze Chose schon mal ein bisschen verkleiden. Naja, ich mach das ruhig so. So, nur können wir die Fenster. Nimmst du das Holz da weg? So können wir die Fenster halt auch noch wegnehmen oder so. Lass mal gucken. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. Also wir werden hier auf jeden Fall auch noch einen zweiten Stock reinziehen, wo ich pennen werde auf jeden Fall. Das ist erstmal offen. Obwohl hier werden wir wahrscheinlich. Okay, das ist eine Dreier. Sind alles Dreier, ein Zweier, ne? Dreier und Dreier. Also den Zweier hier können wir natürlich schon mal sehr gut als Regal nehmen. Müssten wir halt mal gucken. Also wir werden hier auf jeden Fall zumachen. Naja, was man so zumachen nennen kann. Also es ist schon okay mit so einem Schlitz. Den haben wir da auch. Ist besser, als wenn ich das hier hochziehe, dann müsste ich es komplett hochziehen. Das ist schon gut so. Und wir werden dasselbe spielen auf jeden Fall. Hier machen. Dann hätten wir jetzt hier einen Raum für Werkbank. Den ganzen Erweiterungen.
Ich denke mal, so ein Dreierfeld wird zu klein sein. Ich denke, so ist schon okay. Dasselbe Spielchen machen wir auf der anderen Seite. Zack. Für Schmiede zum Beispiel. Wir können natürlich auch ein bisschen verkleinern dann. Können hier nochmal was wegnehmen. Das war sagen, wenn man hier noch irgendwie ein Regal rein. Oder wir könnten natürlich auch sagen, wir machen hier so. Wir machen da oben Kisten drauf. Also nur mal so der Optik haben, mal gucken. Können wir natürlich auch sagen, da oben stellen wir Kisten drauf. Muss man mal schauen dann. Hier. Bin mir noch nicht sicher. Ist natürlich schade, dass es jetzt auch gerade neblig ist und so. Wie gesagt, hier bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht machen wir hier nochmal einen Ausgang hin. Dass wir an der Seite weitergehen. Was ist jetzt? Nacht, Nebel, alles gleichzeitig oder was? Geh vom Portal weg, Junge. Was ist denn hier los mit dem Grün? Geh mal eben schlafen. Dass für euch ein bisschen mehr Licht da ist. Und für mich vielleicht auch ein bisschen weniger Nebel. Jetzt werden wir auch wieder angegriffen jetzt hier. Zack. Ansonsten könnte man natürlich auch sagen, ja, ist immer noch nämlich, man macht unten nur Regale oder macht oben nur Regale oder so, das ist... Aber ich denke, unten so ein paar kleine Regale für die wichtigsten Sachen, die man zum Craften braucht. Nebel ist jetzt gerade super nervig. Ja, muss ich mal gucken, ob man das so macht. Gehen würde es, wenn wir da auch vernünftig eine Kiste drauf kriegen. Warte, können wir uns ja mal angucken. Aber man kann ja später auch noch größere Kisten bauen und so weiter. Also, dann brauchen wir eh nicht mehr so viele Kisten. Ja, ich bin nicht hoch genug, ey. Ja, wir könnten sie halt so hinstellen, ne? Was auch völlig okay ist. Das heißt, wir kriegen drei Stück hin. Muss sie auch nicht immer so hässlich querstellen. Kommt, tun wir ganz gut. Könnte das Ganze natürlich auch ein tiefer machen. Müsste man halt mal gucken, wie das so mit der Werkbank ist. Aber das finde ich schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Schön wäre halt, wenn man die umdrehen könnte hier. Dass halt die schöne Seite nach unten wäre. Aber gut. Ja, aber das wäre eine Möglichkeit, oder? Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch, was wir natürlich machen könnten, was vielleicht sogar noch geiler ist, ist so. Und die unten Kisten rein. Und Werkbank und so ein bisschen erhöht. Weil dann müssen wir nicht immer hier so hoch gucken. Könnte man auch machen. Und man könnte ja sogar... Schose so machen, dass man dann vernünftig drankommt an die Werkbank. Und dann könnte man hier rechts und links jeweils zwei Kisten machen. Würde ja vollkommen reichen.
So. Na? Ist doch auch ganz geil. Dann machen wir das hier wegmachen. Denn da können wir mal eine hinstellen. Natürlich dann die ganzen Erweiterungen drumherum. Oder wenn sie ein bisschen rüberstellen, vielleicht sogar. Könnte man dann ja gucken. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch mal was anderes. Weiß auch gar nicht, ob wir, was wäre denn, wenn wir. Okay, wenn wir nicht an die Kisten kommen, vernünftig. Ja, Möglichkeiten gibt es viele. Also da müssen wir mal gucken, da muss ich mir mal Gedanken machen. Ihr seht ja, Möglichkeiten ist hier echt. Muss natürlich auch noch gucken, wie ich das hier innen dann mache. Ich meine, wir haben hier auch eine Menge Platz, ja. Könnten natürlich auch hier einfach Regale einziehen und den Werkbankgedöns hier so hinstellen in diesem Bereich. Würde ja auch gehen. Aber ich glaube, optisch. Ich glaube, optisch wäre diese Variante schöner, oder? Als sie mit der Erhöhung hier. Das wichtigste Zeug da reinmachen in die Kisten. Der vollkommen reichen. Ja, muss ich mal gucken. Da kann ich mir in Ruhe Gedanken machen. Also da muss ich ja jetzt nicht hier mit euch die ganze Zeit durchquatschen. Ihr werdet es dann sehen, wenn es fertig ist. Das sind aber auch schon mal zwei Möglichkeiten, die wir haben. Klar könnte ich auch sagen, wir nehmen das hier auch noch raus. Was mich ein bisschen triggert, hier brauche ich natürlich noch einen Kamin. Sind halt einfach diese Pöhler hier. Da weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ich meine, klar, so ist schon mal cool. Wir könnten natürlich Wände reinziehen. Weiß ich nicht. Wir könnten vielleicht noch Tore machen. Weiß ich auch nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber diese beiden Kabinen werden wir so machen. Hier können wir auch schon mal weitermachen. Hier können wir schon mal zumachen. Wie wir es auf der anderen Seite auch gemacht haben. Ich weiß noch nicht, ob ich da zumache oder ob wir da vielleicht ein Regal reinmachen für Essen oder sowas. Wenn wir hier die Feuerstelle machen, dann würden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Kisten reinkriegen. Wenn wir die ganze Schoße so machen. Müssen wir gar nicht übertreiben, das würde mir schon reichen. Da könnte man jetzt hier auch nochmal. Ich meine, gut, wenn wir die Höhe nehmen, wenn wir das so machen, dann würde ich hier auch nochmal machen. Ja, ihr seht, da würden wir jetzt 12 Kisten reinkriegen, also einfach mal so. Man könnte hier sogar. Könnte auch sowas machen. Und dann würden wir da keine Kisten hinmachen, dann würden wir da. So, die Geschichte zumachen einfach. Und dann da nochmal einen Balken oben drauf. So. Könnten wir natürlich hier auch machen, den Balken. Einfach als schöneren Abschluss. Da auch nicht so eine Lücke. Ja, wir können auch den Rundbalken nehmen. Das kann man dann mal gucken. Aber muss ja nicht alles aus Rundbalken sein, ne?
Ich meine, diesen Balken könnten wir auch durchziehen. So, sieht doch auch nochmal cooler aus als schöne Abschlusskante. Ja, wie gesagt, man muss hier nicht alles offen haben. Und dann machst du auf und hast halt hier, ja, 4, 8, 12 Kisten, Alter. Das sollte locker reichen. Und genau so ein Ding könnten wir halt hier nochmal hinbauen. Oder wir unterteilen die beiden hier sogar. Wir könnten natürlich auch hier Tore reinmachen. Können wir uns ja auch mal angucken. Was hat er? Aha. I don't know. Wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, wie ich es hier mache. Ob ich hier die Räume vielleicht auch unterteile noch. Also hier, das wird auf jeden Fall ein offener Bereich werden. Ne? Weil hier kommt die Feuerstelle, da machen wir Kamin nach oben. Aber die Seite ist schon ganz cool eigentlich. Aber wenn, machen wir es ohne... ohne Trapez, sondern machen das so hier auf der Seite. Aber lass uns vielleicht ganz weg, wenn wir keine Kisten brauchen sollen. So, mal schauen. Ja, das sind so die Kammern, die wir bauen könnten. Man könnte das natürlich auch sagen, was wir jetzt hier haben, machen wir einfach hier hin. Machen das hier nur eins breit. Ja, eine Tür. Dasselbe an der Seite, weil so viel Platz brauchen wir für die Werkbank auch nicht. Dasselbe könnte man dann hier machen. Und dann hätte man für die Werkbank hier diese Vierer. Klar, die Säule ist ein bisschen nervig. Ja, die kriege ich aber nicht wirklich weg. Was wir natürlich hätten noch machen können. Ich weiß nicht, ob das... wir hätten hier eine Säule setzen können. Ist die nicht so... obwohl, sieht dann auch scheiße aus. Nee, das geht schon. Man könnte die auch dann so ein bisschen schräg stellen, die Werkbank. Muss ich mal gucken, Leute. Also da muss ich... das muss ich alles bauen und reiße es dann wieder ab und ja, wie es mir dann am besten gefällt, das kann ich noch nie sagen. Habe euch jetzt mal so ein paar Varianten gezeigt, die ich im Kopf habe. Ja, und hier, wie gesagt, überlege ich noch, ob wir das nochmal erweitern. Aber Räume hätte ich hier genug, wenn ich hier unten überall Räume reinmache, was ich eigentlich nicht möchte. Aber wenn ich jetzt gerade so gucke, ist das natürlich schon viel Platz, ne? Den wir dann jetzt hier so verschenken würden. Aber es ist halt jetzt den Säulen geschuldet irgendwo. Aber was man ansonsten natürlich auch machen könnte, wäre irgendwie... nur mal eben zum Angucken. Genau. Also zumindest im hinteren Bereich, ja. Also vorne wird es offen bleiben, definitiv. Aber man könnte natürlich hier hinten sagen, wir stecken uns hier nochmal so einen Bereich ab.
Und dann jetzt hier nochmal so ein Türchen hin. Ja gut, da müsste ich dann nur eine halbe Wand setzen. Oder einen Balken oder sowas. Und dann würden wir halt hier auch zumachen. Oder halt so wie hier mit Türen irgendwelche Regale rein. Aber ich mache jetzt mal eben... Nur mal so der Wahrnehmung gerade. Klar, verkleinert die ganze Halle. Ja, gefällt mir nicht wirklich gut. Gefällt mir nicht wirklich gut. Finde ich dieses offene Konzept schon besser. Ja, man kann sagen, man macht hier oben vielleicht zu. Aber da kommt ja eh noch ein zweiter Stock rein. Ja, weiß ich auch noch nicht. Muss ich echt gucken, wie ich das mache. Wie gesagt, wahrscheinlich, das Wahrscheinlichste ist halt, da das eigentlich reichen sollte, werden wir das wahrscheinlich so machen. So, dasselbe Spielchen hier. Und hier mache ich dann Türen drin. Hier zu. Ja, da will man dann natürlich auch noch die Balkengeschichte machen wir auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir ihn richtig setzen würden. Hätten wir halt hier ein bisschen Stauraum. Hier könnten wir dann Schmiede hinstellen, obwohl das wahrscheinlich zu klein ist, wenn ich das so sehe, was die alle an Erweiterung haben. Dann werden wir es wahrscheinlich doch so offen machen, wie es hier war. Und machen das so mit den Kisten. Das gefällt mir eigentlich auch schon ganz. Ja, das gefällt auch nicht. Das sieht nicht so gut aus. Könnte man vielleicht hier machen, wenn man unbedingt meint, man muss da noch Stauraum haben oder so. Aber wie gesagt, wir haben ja dann hier zweite Stock werden nicht. Können wir mal eben gucken. Habe ich hier noch Dingensholz liegen? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß sogar nicht, wo die Steine her. Achso, von denen wir gerade weggehauen haben. Holen wir noch mal eben ein bisschen Kernholz. Ja, und ihr seht schon, ne? Das sind Sachen, da kann ich mich, ich habe vorhin schon mal gesagt, kann ich mich stundenlang mit beschäftigen, ey. Ja, ihr seht schon, unsere Hütte zerfällt hier auch schon langsam. Wird also Zeit, dass wir umziehen. Schon zu schwer, Alter, was schwörst du mit hier wieder Holz 100 Stück, ey, du Pfeifer, Alter. Aber da gucken wir uns das nochmal eben an mit dem zweiten Stock. Ja, das gefällt mir echt gut, ey. Ich glaube, das werden wir vorne auch machen. Ich hoffe, das hält halt. Also mit dieser kleinen Erhöhung. Oder wir machen es vorne genau umgekehrt und machen eine kleine Verjüngung.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist zu niedrig, oder? Müssen wir schon auf die Höhe machen. So, das Kamin. Eigentlich kann das auch weg hier. Da haben wir extrem wenig Platz, ne? Ah ja, ja, warte, da müssen wir jetzt mal gucken gehen. Oder wir machen das einfach so rum. Sieht so ein Tacken besser aus. Badanana, es wird schon wieder dunkel. Die Tage verrennen hier, wenn du am Baum bist. Das ist die wahre Pracht, ey. So. Irgendwas passt doch jetzt hier wieder nicht. Der ist höher wie der. Hätte ich die anderen nämlich dran lassen können, oder? Der passt. Der passt auch. Treppe! Ja, wie gesagt, die Fenster kann ich jetzt zur Not wegmachen. Du bist auch nicht wirklich am Snappen hier. Können auch erst die Treppe mal und dann wieder Fenster rein, ist ja auch nicht. Auch nicht das Problem. So. Nein. Ja, die braucht unwahrscheinlich viel Platz, aber da kannst du, da läufst du natürlich besser hoch wie an dieser anderen Kacktreppe. Aber wir könnten natürlich irgendwie sagen. Warte mal, wie sieht das denn? Ruhe da draußen. Ich bin immer noch nicht oben. Oben ist er heute auf irgendeiner Werkbank drauf. Immer eins und giftig hier. Ja, die Treppe ist halt elendig lang. Müssen wir halt schon irgendwie über Eck bauen, oder wir müssen diese andere Scheißtreppe, weil an der anderen Scheißtreppe läuft es halt so total Banane hoch, ey. Weil das ist natürlich hier auch too much.
Bagger. Aber eine komische Höhe hier. Ja, hier hätten wir natürlich auch noch einen Balken einziehen sollen. Aber hält ja auch so. Ernsthaft, jetzt fehlt Holzen oder was? Dann nehmen wir 13 Stück auf. So, da müssten wir halt nur mal gucken, wo wir dann den Aufgang machen. Ob wir den einfach hier hin machen. Und hier sieht der auch nicht so nice aus. Ja, und die sind so scheiße, die Dinger. Die sind so... Meh. Ja, die Frage ist, können wir da aufstehen? Da ist wahrscheinlich zu eng. Ob das klappt, die kann ja ruhig im Boden backen. Ist ja gar nicht das Problemchen. Seiner fetten Biene nicht durch. Pack doch mal das Zeug weg. Ja, das ist noch so ein bisschen. Er ist aber auch nicht groß, der Bereich. Aber es reicht auch, wenn hier Bett hinkommt. Ein paar Kisten. Alles tutti. Ja, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht mache ich die Treppe über Eck oder sowas. Das gefällt mir auch nicht wirklich gut. Aber die andere, die müsste ich halt schon hier ansetzen, damit ich da mal hochkomme. Also, ist halt noch bekloppter. Ich bin schon wieder da. Spuck die Werkbank an. Weil ich ein stupid Idiot bin. Naja. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Ja, ich könnte den ganzen Stock tiefer setzen. Also hier auf diese Höhe. Dann würden wir hier auf die Kisten verzichten, was nicht schlimm ist. Dann würden wir nur hier Kisten machen. Die würde vielleicht auch ganz cool aussehen. Da hätten wir oben ein bisschen mehr Spielraum und bräuchten nicht so eine lange Leiter. Komm, ich teste das mal nochmal eben an einer Seite an und dann machen wir Feierabend.
Dann nehmen wir das hier gleich weg. Und Balken machen wir trotzdem. Aber halt auf diese Höhe. Dann gehen diese Treppen hier auf jeden Fall. Oder Leitern, wie auch immer ihr es nennen wollt. Könnten wir natürlich auch hier so eine. Weil da könnten wir vielleicht mit den anderen auch über Eck was machen. Gucken wir gleich mal. Ich wollte nochmal eben hier. Ich habe nichts gemacht, ne? Ich habe mich null bewegt. So. Ja, man könnte das natürlich auch mischen. Na? Eine Seite tief, eine Seite hoch und dann. Ich meine, warum nicht? Staubsauger. Eieiei. Ja, weiß ich auch nicht. Also das ist natürlich schon. Ja, aber von der Höhe her wird es reichen da drüben. Das ist schon sehr niedrig hier, muss ich sagen. Wir könnten auch so eine Mittelschiene fahren irgendwie. Aber Fakt ist halt. Wir machen das mal eben raus. Machen das nochmal zu hier eben. Also vorne den Bereich hier, den möchte ich halt frei haben. Hier. Weil hier kommt das die Feuerecke hin und so. Und der hintere Bereich hier, der zweite Stock, sollte auch reichen zum Knacken. So. Das ist schon eine sehr komische Höhe, die ich hier habe. Was hast du? Ja, das können wir natürlich dann noch. Na, das ist scheiße. Allein das ist schon trotzdem. So.
Ja, schön ist anders, ne? Oh, die snappt da so dran, die muss er dann schon so snappen. Ja gut, wir könnten das natürlich auch so machen. Ja, das macht mehr Sinn. Vernünftig bauen hier, Kollege. Okay. Ja, es ist halt eine komische Höhe, die ich da genommen habe. Das müssten wir, die Höhe müsste ich einen kleinen Tacken anpassen, wie man sieht. Das können wir aber machen. Aber wir können so auf jeden Fall die Treppe bauen. Muss wir jetzt auch nochmal eben machen. Komm. Ja, sorry Leute für die lange Folge, wie immer. Aber ihr seht's, wenn ich einmal on fire bin. Wir können natürlich auch hier anfangen eigentlich, oder? Nicht einen Tacken schöner. Oder ist der schon too much? Ja, ihr seht halt, die Höhe würde ich anpassen. Das Stück. Oder liegt das nur an den Balken hier? Ja, müssen wir mal gucken. Wir können die natürlich noch drehen. Fällt mir nicht, dass sie hier so weit rausgeht hier. Ja, ja, ja. Eigentlich müsste ja auch reichen, wenn wir einmal über Ecke gehen. Das ist auch schon mehr. Ich glaube tatsächlich, dass es am besten ist, wenn wir es hier irgendwie machen. Können wir natürlich da ein bisschen auskleiden und sowas. So, jetzt mal hoffen, dass wir von hier jetzt hochkommen. So. Ja, oh, hau schon die Dächer raus. Ja, auf die Höhe wäre es optimal, ne? Guck mal. Die Höhe wäre es optimal. Aber wir könnten natürlich... Dann hier auf die Höhe gehen.
mal eben angucken hier. Aber das mit der Treppe gefällt mir gut. Ruhig so ein bisschen offener. Verschwenden wir natürlich eine Menge Platz. Vollkommen richtig. Alter. Aber am Ende des Tages soll da ja eh nur unser Schlafplatz hin. Okay, dann sind wir auf jeden Fall nochmal einen Tacken höher, wie wir hier sind. Was aber völlig cool ist. Ja, schöner wäre es natürlich, wenn es hier jetzt auch so zwei breit wäre. Aber dann kommen wir wieder nicht hoch. Das hier sieht das halt echt bescheiden aus. Daher müssten wir schon hier so lang gehen. Oder genau, wir machen das so. Das ist doch auch geil. Jetzt habe ich's. Jetzt haben wir es. So machen wir das. Ja, ja, ja. Sehr geil. Also. Ja, jetzt haben wir es. Macht euch keine Sorgen, Leute. Alles nicht so einfach, ne? Damit es schön ist und effektiv ist und... So, dann gehen wir nämlich auf die Höhe rüber. Schnieke. Wir sollten nur gucken, ob das passt oder ob wir da jetzt mit dem Bier gleich anstoßen. Dann müssen wir da nochmal was auflassen. Müssen wir jetzt mal eben. Alter. Gut, der hat auf jeden Fall Kontakt. Hier können wir natürlich noch weitergehen. Da wird es schwierig, weil da ist der Durchgang. Aber hier können wir auch noch, ne? So. Dann haben wir aber jetzt allerdings nur zwei Reihen. Aber wir könnten ja zur Not hier noch eine Reihe rübergehen, weil das, wir müssen eh in der Nähe vom Feuer sein, das wird so eh nicht reichen.
Alter, warum machst du denn so eine Scheiße auf? Halt, wie man es von oben macht, ey. So, ich hoffe, das würde reichen. Wenn wir das Bett jetzt hier ziemlich am Rand stellen. Ja, die Balken können wir eigentlich rausnehmen. Wenn, dann machen wir da viereckige Balken hin, wenn wir meinen. Ja, aber das war schon mal ein Anblick, oder? Bin ich jetzt gar nicht so schlecht. Natürlich ein bisschen... A little bit too much. Könnten wir hier sogar noch einen hinsetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ist hier sowas? Das dann auch irgendwie scheiße aussieht. Also würden wir das so lassen. Ja. Würden das hier definitiv noch mal ein bisschen... optisch herausstechen. Hier, damit wir nicht runterfallen. Ja, bringt gar nichts. Dann könnten wir es eigentlich auch... Oh ja, das ist nice. Das gefällt mir da oben. Das sieht gut aus. Was ich gerade noch überlege. Ich meine, das ist jetzt hier schon Tricky Disco. Ne? Ich glaube, wir könnten noch mehr Platz rausholen. Aber wir brauchen eigentlich nicht mehr Platz. Ja. Okay, das wird ein bisschen durchbacken vielleicht. Müssen wir mal gucken. Ansonsten könnten wir hier... Ette nehmen. Wieso machst du denn da nicht? Wir mal angucken, wie es ausschaut. Ja, keine Sorge, Leute, ist auf jeden Fall wieder eine Bonusfolge. Eine Stunde, ich wollte schon lange im Bett sein. Unglaublich, der Kerl, ey. Mach jetzt auch gleich Feierabend. Ist ja schlimm. Ich glaube fast, dass das andere besser aussieht. Obwohl geht. Nein, damit gerade sah besser aus. Mit gerade sah besser aus. Zumindest nach vorne hin. Aber dann können wir es an da hinten auch gerade machen. Wenn es vorne durchbackt, backt es hinten auch durch. Also von daher. Alter, und er ist schon wieder am Verhungern, ey. Was ist denn los mit dem Kerl, ey? Eine Sache müssen wir jetzt noch austesten und dann bin ich durch. Lass mal eben wieder richtig hier.
Ich könnte diese ganze Chose. Ich meine, die Treppe hat schon was. So ist ja nicht. Ja? Die hat schon was. Wenn wir das noch ein bisschen ausleuchten, vielleicht noch mal ein paar Sachen dranhängen oder sowas. Aber wenn ich das richtig sehe, kann ich die Treppe eigentlich durchziehen. Und wir machen das, was hier ist, einfach hier hin. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Könnten die dann nochmal entweder komplett nochmal einen nach hinten schieben? Die ganze Chose, oder wir lassen es. So, das können wir noch machen. Ja, nee, ist enger und so. Nee, nee, nee. Wir lassen es, wie es vorher war. Das ist schon okay. Vor allem sind wir dann hier auch zu nah an der Tür. Nee, nee, nee. Aber man muss sich wenigstens angucken. Dann machen wir diese völlig übertriebene Treppe, um ins Bett zu gehen. Ist doch okay. Wer hat, der kann. Was ist doch das doppelt hier? Ne? Ich würde sagen, irgendwas ist doch hier komisch noch auf der Seite. So, perfekt, da sind wir wieder. Ich mag die Treppe. Hier oben haben wir einen schönen kleinen Bereich für Bett und irgendwie ein paar Kistchen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Vielleicht für Ausrüstungskisten. Wie gesagt, die Treppe ist natürlich völlig überzogen, aber wertet die Halle da hinten auf jeden Fall ein bisschen auf. Ich meine, dafür haben wir so eine große Halle gebaut. Und hier unten kann man auch noch irgendwie was machen. Also. Und das ist ja auch nicht unser Hauptein- oder Ausgang, das ist eigentlich nur so ein Reserveausgang hier. Man weiß ja nie, was so passiert. Ja, ich bin fürs Erste erstmal zufrieden. Ich weiß noch nicht, was ich mit den runden Pölern mache. Könnten wir vielleicht mal als Letztes nochmal antesten. Man könnte die ja vielleicht verkleiden mit... Ja, obwohl, nee, dann bleibe ich lieber bei den runden, ey. Ja, weiß ich noch nicht. Man kann ja noch ein paar Lampen dran machen oder sonst irgendwas. Ich meine, wenn wir jetzt hier überall die haben, ich habe jetzt leider keinen. Doch, wir haben sogar. Guck mal hier. Also wenn wir hier diese Pfosten haben, können wir ja natürlich sagen, gerade hier bei der Treppe sieht das natürlich mega aus. Okay, der ist ein bisschen zu nah. Was hast du jetzt für fehlende Voraussetzungen, Alter? Harz oder was? Leck meine Füße! Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber dann sieht das schon wieder ganz cool aus mit den Pfosten, ne? Wenn wir hier die Fackeln hinstellen, schön in die Treppe, der Aufgang beleuchtet. Wenn dann hier die Feuerstelle mal drin ist, wenn ich den Kamin hochgezogen habe, der wird der Raum auch nochmal ganz anders. Da muss man halt sehen, ob das hier noch schön aussieht. Wahrscheinlich eher weniger. Da wäre halt der freie Platz schöner, wie hier, wie er hier noch ist. Muss man mal gucken. Ja, ich gucke mal, ob ich vielleicht schon mal irgendwas ohne Aufnahme mache. Ja, vielleicht schon mal hier so Werkbänke reinstellen und sowas, ne? Weil da brauche ich eh Ressourcen für. Weiß ich gar nicht, ob ich einmal laufen muss wegen Barren. Wahrscheinlich. Oder ich müsste die Öfen hier hinstellen. Ah, das will ich eigentlich nicht ohne Aufnahme machen. Gut. Wenn ich was mache,
werde ich hier das Terrain bearbeiten. Ja, ich finde diese Steine hier mega. Ich werde die freilegen. Ich werde das Portal in die Butze stellen erstmal. Ich werde hier diese Wulst vorne noch dran setzen. Vielleicht nehme ich das hier nochmal weg. Wenn ich hier eh die Wand reinsetze. Und gehe dann hier auch zwei raus, dass wir es haben wie da. Da muss ich hier aber auch nochmal einen Tacken auffüllen. Ihr kennt ja die Wand, ja. Ihr kennt die Wand hinten. Ihr habt gesehen, wie ich die baue. Das kann ich schon mal bauen, dass hier vorne zu ist. Ich werde hier das Terrain anpassen. Das ist eh langweilig, da verpasst ihr nichts. Und werde gucken, dass ich das hier angepasst kriege. Ich hoffe, die Steine bleiben so. Dann werde ich mir das bis hier hinten anpassen. Das Terrain. Ja, komm, hau nochmal dein... Da vor sich keine... Stamina. Alter. Ja, das kann ich tun, ohne Aufnahme. Das ist gar kein Problem. Ja, und wenn die Steine stehen bleiben, wovon ich halt erstmal ausgehe, weil die ziemlich tief reingehen, dann werde ich hier den Schmiedebereich hinbauen. Aber das mache ich dann mit euch zusammen. Also ich werde jetzt nur das Terrain anpassen. Auch hier werde ich nur das Terrain anpassen. Wenn wir dann hier irgendwie noch einen Abgang bauen oder sowas, machen wir das zusammen. Dasselbe Spielchen auf dieser Seite, wo es hier eigentlich schon ganz gut ausschaut. Ja gut, da so ein bisschen. Muss halt auch ein bisschen auffüllen, ne? Je nachdem, wie wir es hier machen. Vielleicht ziehen wir das auch einfach bis die Höhe einfach bis ans Wasser ran. Wäre ja auch ganz cool. Dann könnte man da so ein von der Höhe aus so einen Steg reinmachen oder so. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Aber das sind die Sachen, die ich machen werde. Also ich werde hier die Wand reinziehen. Ich werde diese Wulst so aufbauen. Habe ich da jetzt ein Dach rausgeprügelt. Das mache ich noch eben rein. Das reinrechnet ist schlecht. Zwei sogar. Aber ansonsten bin ich erstmal zufrieden mit der Butze. Bin auch super zufrieden mit der Treppe jetzt hier, mit dem oberen Bereich. Das sah am Anfang richtig schwierig aus. Gefällt mir jetzt aber sehr gut. Gerade wenn ich das dann noch ein bisschen ausleuchte hier und wir noch ein bisschen Verzierungen aufhängen. Auch hier gerade so dieses Rechtsdings, ja. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich musste gucken, wie es mit dem Kamin ausschaut. Das könnte vielleicht nochmal ein bisschen tricky werden, weil das wird hier nochmal richtig verkleinern. Weil diese vier Pfosten hier, da baue ich den Kamin hoch. Aber das mache ich natürlich auch mit euch zusammen. Na, das mache ich auch nicht alleine. Gut, Leute. Genug gelabert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wird definitiv eine Bonusfolge, Stunde 10. Wer sich das gönnen möchte, gönnt sich. Wer nicht, der nicht. Der sieht dann halt am Endeffekt, wie das fertig ist. Ich muss mir das noch überlegen mit den Baufolgen, ob ich die vielleicht... Ja, aber alle als Bonusfolgen kannst du auch knicken. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, Leute. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, tschüssi.